Zwei Themen dominieren im Moment die Marktgespräche: die Lieferengpässe der Unternehmen und die Zinskurve in den USA. Diese zwei Themen werde ich jetzt diskutieren mit Chief Investment Officer Felix Brill. Felix, die Unternehmen berichten von Lieferengpässen. Was heißt das für den weiteren Konjunkturverlauf? Ich glaube, wir reden ja schon recht lange und recht häufig drüber, und jetzt sehen wir auch, was es bedeutet. Nämlich, dass sich das Wachstum im vierten Quartal abschwächt, in einigen Regionen sogar zum Erliegen kommen wird. Aber ich glaube, wir können trotzdem optimistisch auf 2022 blicken, weil die Unternehmen in der Industrie haben weiterhin volle Auftragsbücher. Und ganz, ganz wichtig, die Konsumenten sind nach wie vor zuversichtlich gestimmt. Sie blicken optimistisch in die Zukunft und sie sagen uns in Umfragen, dass sie bereit sind, größere Anschaffungen zu tätigen. Und das ist einfach ein gutes Zeichen für die Konjunktur. Aber vom Bondmarkt kommen andere Signale. Da sind die kurzfristigen Zinsen gestiegen. Was heißt das? Ja, was wir da gesehen haben, ist, dass sich die Zinskurve verflacht hat. Also nicht nur die kurzen gestiegen, sondern die langen Zinsen sogar leicht runtergekommen sind. Und das ist eher ein schwieriges Signal. In der Vergangenheit oft sogar ein Warnsignal gewesen dafür, dass sich der Konjunkturausblick eintrübt und vielleicht sogar eine Rezession droht. Nun, wir wissen aber auch, dass die Bondmärkte mal ganz gern auch ein bisschen zu pessimistisch sind. Man sagt ja auch so schön, 12 der letzten 9 Rezessionen hätten sie richtig vorhergesagt. Also von daher, man kann, glaube ich, auch davon ausgehen, dass so Phasen mal wieder vorbeigehen. Wir gehen davon aus, dass sie vorbeigeht und dass die Zinskurve auch wieder steiler wird. Und wie reagieren die Aktien auf die Lieferengpässe und auch auf die Ankündigung der US-Notenbank, die Wertschriftenkäufe zu reduzieren? War da was? Ja, das war okay. Was. Weil bei den Aktienmärkten sieht man es nicht. Also die haben das wirklich einfach so weggesteckt. Das zeigt, glaube ich, auch, dass die Fed dieses Mal die Märkte richtig gut vorbereitet hat. Und was jetzt obendrauf noch kam, ist, dass die Ergebnisse der Unternehmen fürs dritte Quartal gut bis sehr gut waren. Also das Fundament stimmt auch einfach, um gewissen Optimismus an den Tag zu legen. Sollten sich Anleger insgesamt jetzt eher defensiv aufstellen oder mit Wachstum rechnen? Ich glaube, es macht immer noch sehr viel Sinn, das Portfolio auf Wachstum auszurichten. Wir tun das auch, indem wir auf der Aktienseite zum Beispiel gemäß der strategischen Quote investiert sind und die strategische Quote eben auf Wachstum, auf ein positives Konjunkturumfeld ausgerichtet ist. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, gewisse Risiken und auch so Signale vom Bondmarkt nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und das heißt, man sollte auch vielleicht das ein oder andere defensive Element zum Portfolio hinzufügen, zum Beispiel auf der Aktienseite mit Minimum Varianz. Das ist ein Anlagestil, der sehr risikooptimiert Aktien auswählt, oder das Portfolio eben breit auch diversifizieren, zum Beispiel indem man Gold hinzufügt. Danke, Felix. Und hier noch ein Hinweis. Ab Dezember werden Sie unsere Research-Publikationen, wie auch dieses Video zum Beispiel, auf unserer Webseite finden. Unsere Kunden finden es im E-Banking-Bereich. Wenn es soweit ist, werden Sie eine entsprechende Mitteilung erhalten. Vielen Dank und wir sehen uns im Dezember wieder.